So, dann wollen wir mal einmal rein in die Figurenprobe, die ich nochmal mitnehmen wollte. Ich mache das hier gerade mit Übertonung, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Figuren noch mitnehmen wollte, nicht aufnehmen konnte und das nur noch ein kleines Zeitfenster war. Aber ich wollte es unbedingt mitnehmen, weil ich die sehr interessant finde. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das lieber erstmal ohne auf und vertone das dann im Nachhinein. Was ja nicht schlimm ist, weil es ist ja eh nur eine Figurenprobe. Ja. Und ja, eigentlich für gewöhnlich auch nicht so viel dabei rede. Auch wenn ich, ja, die teilweise die Attacken sehr interessant finde in dem Probemodus, weil die ja teilweise von den Figuren anders sind, als wenn man die so spielt. Weil die ja dann auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das geht mit den, weil man kann ja die Waffen gar nicht austauschen. Wie die da dann zum Beispiel das bekommt. Sie hat ja normalerweise den Baseballschläger, aber da hat unsere Wanderin etwas anderes. Einen Hut. Na gut, sie ist wie immer. Aber ansonsten, ne? Sind da schon ein paar Unterschiede, deswegen spiele ich die eigentlich ganz gern. Das ist ja im Gegenteil zu zum Beispiel Genshin wirklich teilweise eine ganz andere Spielerfahrung in den Probedingern als, wie gesagt, wenn man die so spielen würde. Obwohl man die bestimmt irgendwie so kriegt, dass die dann auch so sind wie in den Probedingern. Vielleicht mit den Karten oder irgendwie sowas. Aber da habe ich mich noch nicht so sehr mit beschäftigt. Gebe ich zu. Da bin ich noch nicht so in der Materie drin. Ich kratze gerade so an der Oberfläche, was vielleicht auch daran liegt, weil ich ja momentan drei Hoyo-Spiele gleichzeitig spiele. Einmal Genshin, einmal das hier und einmal Sinless. Ja. Nee. Ist gerade sehr verwirrend, weil ich nichts höre. Ich höre nichts. Das war mal anders beim Übervertonen. Ich weiß auch nicht, warum. Naja. Und die haben wir ja auch mittlerweile. Auch wenn ich die, glaube ich, mit anderen Attacken in Erinnerung habe, Linksha. Aber da können wir ja auch nochmal uns durchprobieren. Ja. Ja, da haben wir ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Auch sehr interessanter Charakter. Mit dem Schweinchen. Mit dem Glücksschweinchen. Das finde ich übrigens sehr süß. Auch wenn wir da meistens eher gegen kämpfen. Ja. Who's the lucky one today? My turn. Ja, Seven hatten wir ja auch schon mal. Anders. In der anderen Links. Aber hier ist sie wieder. Wie sie sonst auch ist, genau wie sie. Auch die gleichen Fähigkeiten hat wie sonst auch. Ist ja nicht immer schlimm, wenn sie nicht in der Probe anders sind. Ja. Sag ich doch, das Glücksschwein, das ist total süß. Auch wenn die Charaktere teilweise so nicht so viel Schaden machen. Aber die Kombination ist schon in Ordnung.
Ja. Irgendwie kriegt man es ja schon hin, ne? Und vor allem, das ist cool. Das mit dem Schweinchen. Ja, und weg ist er. Let the asset valuation begin. Smash them up, Numbi. Ja, das macht schon richtig Damage. Sie das wohl bekommen hat? Vor uns hauen die immer ab. Na gut, wir dreschen meistens auch drauf ein. Weil wir dann mehr Loot bekommen, aber bei uns haut es trotzdem immer ab. Ja, das ist schon echt, echt nice. Und weg ist er. Ja, die Belohnungen sind schon echt sehr hilfreich. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich die Probedinger teilweise mache. Auch mit Figuren, die ich schon mal gespielt habe selbst. Weil halt einfach die Materialien, die man bekommt, kann man echt gut gebrauchen. Immer gut gebrauchen. Und sein Wischer sitzt. Ja. Ich finde es immer sehr irritierend, wenn dann in der Probe nur drei Charaktere sind und ich die vollen vier. Auch wenn es meistens ausreicht, aber trotzdem ist das ein bisschen... Ja. Es fühlt sich immer so ein bisschen zu wenig an. Auch wenn man es schafft. Ich habe lieber alle vier voll, als nur drei dabei zu haben. Wie gesagt, man kriegt es ja trotzdem hin, aber... Ja. Ja, es ist echt nicht hilfreich, dass ich gerade dich zuhöre. Normalerweise, wie gesagt... habe ich den Ton trotzdem, auch wenn ich die zweite Spur aufnehme. Aber irgendwie momentan läuft das nicht so gut. Ich glaube, auf der PS5 habe ich das auch noch nicht so oft gemacht. Meistens eher auf der PS4 mit Genshin. Und deswegen ist mir das wahrscheinlich noch nicht so aufgefallen. Ja. Ja, richtig Schaden macht er bei uns ja nicht. Das geht ja noch. Auch wenn wir auch nicht so viel abziehen, aber das passt schon. Vor allem, wenn wir dann die Ult einsetzen können. Oder sein Büscher. Let's dive into today. Ja, oder seine Ult. Und ist auch. Jetzt ist er auch schon fast weg. Nö.
noch ein bisschen. Einmal nochmal drüber wischen. Oder zweimal. Und weg ist er. Ja, wie gesagt. Manche Charaktere haben wir zwar schon, aber... die Materialien halt, ne? Das ist ja auch immer noch mal gut zu sehen, welche Fähigkeiten die einzelnen Figuren dann doch noch mal haben, wenn man sie nicht so oft spielt. Oder wenn man das nicht so mitnimmt, wie das in der Probe ist. Auch wenn die hier wieder Classic sind. Ne, so wie es sein soll, mit Baseballschläger. Savor the vigor of this. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Much better. Clemency? Never heard of it. Batter up. Time for a shot. Obwohl ich bei der Kombination von Schwächen nicht verstehe, warum sie dann Hängen damit reingemacht hat, hätte Seven besser gepasst. Aber naja. Was will man machen, ne? Ist halt Probe. Noch hier hätte ich lieber 4. Charaktere gehabt, anstatt 3. Naughty children, don't listen. All better now? Don't worry about me. Rules are made to be broken. Naja. Naja, trotzdem geschafft, ne? So, der vorletzte. Auf zum letzten. Die ist auch ganz gut. Die fand ich in der Probe auch. Ja, halt gut, ne? Gut spielbar. So vom Kampfsystem. Interessant vor allem. Aber die kennen wir ja auch schon. Das ist die mit dem Feuerwerk. Die mich so ein bisschen an die Genshin Impact erinnert. Außer vom Stil her. Ja. Ah, die Figuren, die sind ja sowieso alle so ein bisschen ähnlich. Ah, irgendwie ist das süß. Mit der Ult und so. Ja, und hier hat sie halt wieder ein Schwert. Anstatt dem Baseballschläger. I don't remember inviting you. Turn out your pockets. Time to go on the offensive. Ist auch interessant, dass du dann nicht diesen mit dem Schwert nicht diesen Rundumschlag hat, sondern eine andere Fähigkeit auf Dreieck. Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. Sind dann Verteidigen für ihn gemacht haben. Ich meine, mit dem Schwert konnte man ja auch einen Rundumschlag machen. Nicht nur mit dem Baseballschläger. Aber gut. Ich glaube, da ist aber auch vom Element anders, ne? Irgendwie. Fällt mir gerade auf. Ja. Irgendwie muss man das ja hinkriegen.
Aber ich weiß leider noch nicht, wie. Ah, das werde ich noch rausfinden. Naja, aber nicht jetzt. Das war's nämlich erstmal mit der Probe, nö. Aber nicht mit dem Part. Okay. Dann machen wir mal weiter. Wo war denn das nochmal? Ja, ich bin... Ach, da. Ich bin mal wieder blind. Da wollte ich hin. Genau. Okay, dann können wir ja jetzt hier weitermachen. Ja. Okay, dann nehmen wir mal den hier. Ja, ist in Ordnung. Habe ich noch keine Lust drauf, das Spiel schwerer zu machen. Endlich bist du da. Ich habe auf dich gewartet. Heute ist deine letzte Prüfung. Mal sehen, ob du ihr gewachsen bist. Ja, klar. Wenn du mein Lehrling wärst, hätte ich mich schon längst aus dem Berufsleben zurückziehen können. Wie auch immer, lass uns anfangen. Das, mir. Pass gut auf, Mädchen. Der Prellbock mit dem gelben Licht ist der Haltepunkt für beladene Minenwagen. Ja. Wenn ein Minenwagen des Geomark B oder entladen muss, muss er zuerst an den Haltepunkt neben dem Geomarkhaufen gefahren werden. Weiß ich. Also bis jetzt, ne? Okay, Moment. Ja, warte. Das heißt, ups, ich muss erst mal da rankommen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den schieben. Oder? Ja, genau. Und den schieben. Dann hier die Weiche stellen. Dann hier schieben. Ja. Entschuldigung. Hä? Ich hab doch... Das ist jetzt verwirrend. Ich hab doch die Weiche gestellt gehabt, oder nicht? Naja, egal. Ist ja egal, von welcher Seite wir das aus machen. Der bleibt ja eh da vorne stehen. Dann... Moment. Müssen wir nochmal die Weiche stellen. Ach, deswegen. Gut, jetzt verstehe ich, warum das nicht geklappt hat. Jetzt können wir den hier schieben. Genau. Weil ich den dahin haben möchte, machen wir das so. So. Dann kommt hier nochmal die Weiche. Ist eigentlich egal, wo die dann ist. Wichtig ist nur, dass wir die hier erstmal umdingsen, dass wir jetzt nochmal den Bienenwagen schieben. So, dann Erze laden. Jetzt nochmal den... Ach ja. Entschuldigung. So. Und dann haben wir es auch schon fertig. Bing! Gut gemacht, klasse. Du hast wirklich was im Oberstübchen. Hier deine Belohnung für dieses Rätsel und jetzt zum nächsten. Ja. Großartig, der Standort wäre dann geregelt. Bist du bereit für die nächste Herausforderung? Ja. Das ist die richtige Einstellung. Fangen wir an. Pass gut auf, Mädchen. Der Prellbock mit dem gelben Licht ist der Haltepunkt für beladene Minenwagen. Das ist immer das Gleiche. Der leere Minenwagen soll zum Haltepunkt mit dem blauen Licht gefahren werden. Ja. Das ist immer dasselbe. Also machen wir erstmal das, Moment.
Also mache ich erstmal den Platz hier frei. Oder? Kann ich nicht einfach hier, warte mal, ich mache das anders. Ich muss ja hier den erstmal freikriegen. Ja, Moment, ja, genau. Oh. Ja. Ja. Bin ja so in Intelligenzbolzen. Komm. Ich wollte ihn da hinten hinschieben. Aber ich habe nicht gesehen, dass die Weiche da noch nicht gedingst ist. So, dann. Kommt der dahin? So, genau. Das heißt, die Weiche hier muss nochmal. Ach, warte mal. Ja, doch. Oder? Ach, egal. Darf ich den dann schon schieben? Nein. Ich vergaß. Gilt ja für beide Richtungen. Komm. So, aber das müsste jetzt gehen. Ja, ich wollte ihn auch zurückschieben. Ja, das exakte Stehen. Hm? Na los. Dann steht der richtig. Kann die Weiche wieder. Und der wird zurückgeschoben. Na los. Und dann steht das auch richtig. Ha, du hast echt was drauf, Mädchen. Hast du schon tausendmal gesagt. Hier ist deine Belohnung. Und jetzt zum letzten Teil des Rätsels. Das hattest du schon gesagt, dass wir was auf dem Kasten haben. Großartig, der Standort wäre dann geregelt. Bist du bereit für die nächste Herausforderung? Ja. Das ist die richtige Einstellung. Fangen wir an. Pass gut auf, Mädchen. Der Prellbock mit dem gelben Licht ist der Haltepunkt für beladene Minenwagen, wissen wir. Wenn ein Minenwagen das Geomark B oder entladen muss, muss er zuerst an den Haltepunkten neben den Geomarkhaufen gefahren werden. Das wissen wir auch. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen schieben. Ich muss nochmal gucken. Da ist das mit dem Haufen. Das heißt, wir müssen erstmal den hier loswerden. Das heißt, der hier ist mal wieder falsch. Gedingst. So, das aber auch. Weil, ne? Wo ich könnte ja eigentlich erstmal hier den Wagen dahin schieben. So. Okay, obwohl hätte ich auch den Wagen erst schon mal schnell hinschieben können, ne? Egal. So. So. Nein, ich will nicht die Erze entladen, sondern hier einmal dingsen. So. Jetzt müsste ich eigentlich den dahin fahren lassen und dann hier reinfahren lassen.
Es sei denn, es geht natürlich ja nicht, weil ich die Weiche nicht gestellt habe. Unter anderem. Oh, das geht. Okay. Dann habe ich schon eine Idee. Das geht. Dann würde ich nämlich hier... Ist ja egal, wie viele Züge wir machen. Ja, genau. So. Ach, hier können wir eigentlich auch schon mal Erze laden. So. Genau, einmal anschieben bitte. Ja. Aber dich will ich erstmal da haben. So, dann die hier. So. Na komm. Ja, dann kommt nämlich der dahin. Dann können wir hier die Weiche stellen. Na komm. Schieb den Wagen. Da müssen wir noch hier ran. Die Weiche stellen. Hier den Wagen schieben. Einmal Erze laden. Einmal den Wagen schieben. Und dann haben wir das Rätsel schon gelöst. Hervorragend, du bist wirklich ein Minenwagentalent. Nachdem ein nutzloser Lehrling deine Glanzleistung gesehen hat, ist er ziemlich nervös geworden. Er hat sich in letzter Zeit besser benommen und ist bereit, sich mehr Mühe bei alltäglichen Aufgaben zu geben. Das ist alles dein Verdienst. Ich wünsche deinem jungen Lehrling viel Glück. Endlich kann ich die nutzlose Rotznase loswerden. Wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, kannst du nach Hause gehen und deine Beine hochlegen, alter Mann. Du Bengel, pass auf die Anrede auf. Mach bloß keinen Ärger, wenn du hier das Ruder übernimmst. Und wenn doch, darfst du niemandem erzählen, dass ich dein Meister war. Mädchen, du warst mir in letzter Zeit eine große Hilfe. Schätze, unsere Wege werden sich in Zukunft wieder kreuzen, wenn das Schicksal es so will. Okay. Und natürlich die Belohnung. Ja, so viel. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. So. Dann will ich gleich mal gucken. Waren da eigentlich auch noch welche? Nee, ne? Das war nur Hauptstory, ne? So. Genau, das haben wir. Was war das? Junge Wache. Aber was ist Junge Wache? Ha. Ach, das war ja auch noch, ne? Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Ja. Genau, hier brauchen wir eine höhere Stufe. Oh, deswegen müssen wir wahrscheinlich auch die Dings machen, ne? Die Harmonie-Konvergenz. Dings. Um die Stufe zu erhöhen, weil sonst...
nicht höher können, ne? Okay, dann müssen wir das doch machen. Wo haben wir das denn? Hier, dieses Balance-Ding. Balance. Nee, dann mache ich das zuerst. Diese Prüfung.